König, mein Name. Schönen guten Tag. Ja, Müller. Ja, es geht hier um diese Standbohrmaschine. Zu Beginn der Durchführung hält der eingesetzte Geselle vor Ort Rücksprache mit dem Kunden und verschafft sich einen Überblick. Nachdem sich der Geselle mit der Standbohrmaschine vertraut gemacht hat, demontiert er zunächst einige Bauteile, um einen freien Zugang zu der alten Netzleitung und der Steuerung zu bekommen. Die Netzleitung in die Maschine eingezogen, wird eine Zugentlastung hergestellt. Danach werden die demontierten Teile der Standbohrmaschine so weit wie möglich wieder angebracht. Die einzelnen Adern der Zuleitung werden nun an die Steuerung des Motors angeschlossen. Ist der Anschluss erfolgt, kann auch die Abdeckung der Steuerung wieder angebracht werden. Sind alle Teile montiert, wird der CEE-Stecker an die Zuleitung angeschlossen und die Maschine mit dem Stromnetz verbunden. Anschließend wird die einwandfreie Funktion geprüft. Der Geselle stellt fest, dass sich die Bohrmaschine in der Geschwindigkeitsstufe 1 verkehrt herumdreht. Die Maschine dreht links anstatt rechts herum. Nachdem der Fehler erkannt wurde, wird mittels eines Drehfeldmessgerätes die Drehrichtung des Drehfeldes geprüft. Da die Drehrichtung an der Steckdose richtig, also rechtsdrehend ist, dreht der Geselle die Drehrichtung mithilfe eines Mechanismus in dem verwendeten Stecker. Nachdem die Veränderung vorgenommen wurde, prüft der Geselle die Bohrmaschine erneut. In der Geschwindigkeitsstufe 1 funktioniert die Maschine nun fehlerfrei. Beim Umschalten auf Stufe 2 bremst der Motor jedoch abrupt ab und beginnt in die entgegengesetzte Richtung zu drehen. Da der Fehler somit von der Maschine ausgeht, erklärt der Geselle dem Kunden den aufgetretenen Fehler und weist ihn auf eventuelle Mehrkosten im Vergleich zum Angebot hin, die bei der notwendigen Reparatur anfallen würden. Das ist nicht durch die Reparatur jetzt gekommen? Nein, das liegt nicht in der Zuleitung, das muss in der Steuerung der Maschine liegen. Da müsste ich einmal den Fehler suchen. Das wird natürlich dann etwas teurer als der Kostenvoranschlag, das vorher gesagt hat. Ja, das ist natürlich klar, aber das heißt, ich habe eine defekte Maschine erworben. Haben Sie eine defekte Maschine erworben? Ja. Der Kunde willigt in die Reparatur ein und der Geselle kann mit der Fehlersuche beginnen. Okay, gut. Durch die Analyse der Steuerungsunterlagen und durch Messungen an der Steuerung des Motors ermittelt der Geselle zwei vertauschte Adern in der Zuleitung von der Steuerung zum Motor als Fehlerursache. Durch Zurücktauschen der Adern wird der Fehler beseitigt. Bei einer erneuten Funktionsprüfung funktioniert die Bohrmaschine nun einwandfrei. Anschließend wird eine Geräteprüfung nach VDE 0701-0702 durchgeführt, um die elektrische Sicherheit des Gerätes zu gewährleisten.